Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute passen meine Nägel zu meinem Pulli. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video, wie ich gerade am Strand liege. Ihr seht dieses Video, wenn ich gerade am Strand in Marokko liege oder 4 Stunden lang im Auto einen Roadtrip mache oder in der Wüste Dünen entlang sause oder keine Ahnung. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video, während ich im Urlaub bin. Um was soll es heute gehen? Um unser Lieblingsthema von uns Frauen, unser Männer und Beziehungen. Ich weiß ja schon, was meine Zuschauerschaft hören möchte. Leute, ich habe dieses Video schon mal gedreht, musste es aber offline nehmen. Also ich musste nicht, aber ich habe es offline genommen. Es geht um die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich habe dieses Buch vor 1,5 Jahren, ungefähr genau vor 1,5 Jahren, mir zugelegt, ist direkt verschlungen, sehr viel neues Wissen gegeben. Das ist wissenschaftlich wertvolles Material. Deswegen solltet ihr jetzt sehr, sehr gut zuhören, falls ihr noch nicht mit diesem Wissen vertraut seid. Es wird eurem Leben einen neuen Blickwinkel geben und es wird euer Leben bereichern. Für alle, die das Video von mir damals schon gesehen haben, das ist schon so lange her, guckt es jetzt einfach nochmal, weil man kann ja nochmal das Wissen auffrischen. Viele von uns haben schon mal in einer Beziehung gesteckt, die irgendwie aussichtslos erschien, wo man sich dachte, nee, das bringt nichts mehr. Ich muss Schluss machen. Man steckt in einer Beziehung, wo man vielleicht unglücklich ist, wo man sich einfach nicht geliebt fühlt vom Partner. Und das ist der Punkt, wo dann einfach genau dieses Wissen fehlt. Ich habe zum Beispiel bei mir selber immer darüber gesprochen, dass mein Liebestank leer ist. Ich habe das einfach so beschrieben. Ich liebe es so, mich an Stilmitteln zu bedienen, mit Metaphern zu sprechen, einfach Dinge zu beschreiben, zu vergleichen. Ich mache einfach gerne Beispiele, um das zu verdeutlichen. Und das sind ja alles halt Stilmittel, die man benutzt. Ich glaube, der deutsche LK hat doch seinen Zweck erfüllt bei mir, zumindest. Zumindest in dieser Hinsicht. Und deswegen habe ich das halt immer so gesagt, so, mein Liebestank ist leer. So, du musst was dafür tun, dass er wieder voll wird. Und ich wusste auch eigentlich ganz genau, wie man das bei mir schafft. Wie man mich um den kleinen Finger wickeln kann. Aber irgendwie, weißt du, man kennt es doch. Man gibt dem Partner theoretisch eine komplette Anleitung in die Hand und der nimmt die dann, guckt sich das an und entweder zerknüllt er das und wirft das weg oder zerreißt das und wirft das weg oder lässt das einfach fallen oder keine Ahnung, was da für Scheuklappen vor den Augen hängen. Aber irgendwie wird es halt nicht umgesetzt. Schade. Und als ich dann dieses Buch bestellt habe, bin ich der lebende Beweis dafür, dass das wirklich Wunder bewirken kann. Das ist halt von einem Psychologen geschrieben, also ein Partner-Therapeut. Ich habe das auch vor 1,5 Jahren gelesen, also das Wissen ist nicht frisch in meinem Kopf, aber ich weiß halt, wie ich das nach 1,5 Jahren immer noch anwende und dass es halt unglaublich wichtig ist. Also, das reicht mit dem Vorwort. Welche Sprachen der Liebe gibt es und wie setze ich das Ganze jetzt um, ist jetzt die Frage. Ich würde wie folgt anfangen. Wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr habt noch nie was von Sprachen der Liebe gehört, würde ich als allererstes den Test machen, der in diesem Buch hier ist. Es gibt auch im Internet Tests, aber ich zeige euch das jetzt hier einfach mal. Da könnt ihr euch das einfach mal abfotografieren oder screenshotten oder wie auch immer. Dann könnt ihr den Test mal machen. Ich habe keine Ahnung, von wem hier die Ergebnisse gerade sind. Hier sind ja auch mehrere Dinger. Den gibt es für ihn und für sie. Hier sind sogar mehrere Dinger angekreuzt. Dann machen wir erstmal hier. Dann einmal hier. Der Test ist für beide gleich, nur halt die Formulierungen sind anders mit er, sie, es und so, ne? Hier. Dann hier. Und die letzten Fragen. Wenn mein Partner mir kleine Liebesbriefe oder ein SMS schreibt, fühle ich mich gut. Das ist das erste. Oder wenn mein Partner seinen Arm um mich legt, gibt mir das ein gutes Gefühl. Beides ist wahrscheinlich, ihr werdet jetzt alle sagen, bei beiden wäre es so beides schön. Aber was ist für euch so, wenn euer seelischer Liebestank leer ist? Was würde da eher so einen Schuss reinkippen in diesen Liebestank, dass er ein bisschen gefüllt wird? Was ist für euch eher ein Liebesbeweis? Wenn ihr einen Liebesbrief bekommt oder wenn euer Partner euch umarmt? Kann man direkt, wenn man ein bisschen IQ hat, wissen, das Erste, da handelt es sich um Lob und Anerkennung. Weil eine süße Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, wo er schreibt, dass er euch liebt und euch so toll findet und keine Ahnung, ist halt Lob und Anerkennung. Und das Zweite ist halt Zärtlichkeit. Was von beidem ist eher ein Liebesbeweis für euch? So, ich würde als allererstes, wie gesagt, einen Test machen. Genau so ist der zu verstehen, was für euch immer mehr ein Liebesbeweis ist. Oder zum Beispiel, was man auch gut sagen kann, wenn man sich gestritten hat.
Was denkt ihr zum Beispiel, ihr seid jetzt voll sauer, euer Boy hat Scheiße gebaut. Was kann er machen, damit ihr wieder glücklich seid und euch danach wieder geliebt fühlt? Weil jede Frau und jeder Mann ist da wirklich individuell und jeder versteht das einfach anders. Es ist mir persönlich jahrelang passiert, dass ich und mein Partner verschiedene Sprachen gesprochen haben. Deswegen spricht man auch von Sprache der Liebe. Und dementsprechend, wenn euer Partner eine andere Sprache der Liebe spricht als ihr, müsst ihr eine Fremdsprache lernen. Weil auf Dauer werdet ihr diesen Mann nicht glücklich machen können, wenn ihr ihm seine Liebe nicht in seiner Sprache gebt. Ich sag euch jetzt mal, was es alles gibt, ne? Also als allererstes gibt es Lob und Anerkennung. Wie ich eben schon ein bisschen angeteasert habe, das bedeutet einfach, wenn ihr halt viele Komplimente gebt, wenn ihr sagt, dass ihr euren Partner liebt, dass ihr ihn lobt, dass ihr ihm sagt, dass ihr stolz auf ihn seid und pusht und keine Ahnung. Und das ist zum Beispiel das Gegenteil davon, wenn ihr halt viel kritisiert, viel meckert, ich zum Beispiel. Ups. Das ist halt Lob und Anerkennung. Dann gibt es Zweisamkeit. Das bedeutet wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit mit eurem Partner. Das heißt nicht mal, dass man Film zusammen guckt, weil da ist ja der Film im Fokus, sondern dass ihr einfach wirklich Zeit für euch verbringt. Ohne Handys, ohne gar nichts. Wirklich miteinander sprecht und was unternehmt. Also natürlich bei der Unternehmung oder bei einem Film ist zwar das andere im Fokus, aber ihr macht es ja trotzdem gemeinsam. Also ist für mich trotzdem Zweisamkeit. Ich meine, jeder kann das auch noch ein bisschen anders für sich selber definieren und interpretieren. Für mich ist es trotzdem Zweisamkeit, wenn ich mit meinem Partner halt irgendwo hingehe oder mit ihm einen Film gucke. Aber kommt halt drauf an. Das ist Zweisamkeit. Dann gibt es Geschenke. Und bei Geschenke ist es so, die meisten verstehen das falsch. Die meisten denken, das bedeutet wirklich, dass man irgendeine Designer-Handtasche schenkt oder so. Das ist nicht der Fall. Ich kann da, Spoiler, aus Erfahrung sprechen, weil meine Liebessprache ist Geschenke. Und deswegen kann ich euch sagen, das ist nicht damit gemeint. Geschenke sind Gesten und Kleinigkeiten. Dass man mal einen Blumenstrauß, wenn man einkaufen geht, vom Netto mitbringt, der 1,99 kostet. So, das ist für mich ein Geschenk. Oder, dass wenn man im Urlaub ist, was mitbringt und das braucht auch nur 5 Euro zu kosten, das ist ein Geschenk. Oder, dass man einkaufen geht extra und Sachen kauft, zum Beispiel die Lieblingsschokolade oder Chips oder Früchte oder keine Ahnung, dann die Freundin packt und sagt, ey, ich habe was vorbereitet, dann hat man noch eine Decke ins Auto getan oder keine Ahnung, geht dann raus und macht ein Picknick oder sowas. Das ist für mich ein Geschenk. Also das muss nichts Materielles sein. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist die Geste und der Gedanke dahinter, was für mich so wichtig an Geschenken ist. Und da zum Beispiel auch sehr, sehr witzig, weil mein Leben lang war ich schon extrem perfektionistisch bei Geschenken und hatte extrem viel Wert auf Geschenke gelegt und auch auf, was ich schenke und habe mir auch immer sehr, sehr viel Mühe bei den Geschenken gegeben. Und auch darauf geachtet, was andere mir schenken. Und ich habe das eigentlich nie hinterfragt so. Aber jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, weiß ich, dass es, weil das meine Liebessprache ist. Weil ich so einfach Liebe gebe. Das ist halt Geschenke. Dann gibt es Hilfsbereitschaft. Das bedeutet, dass es für die ganzen Frauen, da fühlen sich jetzt wahrscheinlich sehr viele angesprochen, in denen es sehr, sehr wichtig ist, dass man ihnen im Haushalt hilft oder generell Aufgaben abnimmt. Dass der Mann vielleicht auch mal einen Termin macht also für beide oder das Auto mal waschen geht oder mal einkaufen geht oder weiß ich nicht, Termine wahrnimmt, was weiß ich, sowas halt. Aber das hat halt sehr, sehr viel mit Haushalt auch vor allen Dingen zu tun, das ist diese Hilfsbereitschaft. Und das letzte ist Zärtlichkeit, also jegliche Form von Berührung, egal in welchem Kontext. Achtung, nicht verwechseln, viele verwechseln das wirklich, also vor allen Dingen die Männer, mit dem GV. Also nur weil man GV gut findet und wichtig findet und toll findet, heißt es nicht, dass deine Liebessprache direkt Zärtlichkeit ist. Weil wenn du trotzdem nie Bock hast auf Kuscheln, dir nicht wichtig ist, Händchen zu halten, dich zu umarmen oder zu küssen, sondern nur das eine wichtig ist, dann ist deine Liebessprache nicht Zärtlichkeit. Also nicht verwechseln. Ja, und da, wenn ihr euch selber fragt, ihr könnt euch ja jetzt schon fragen, was ist eigentlich meine Liebessprache dann? Dann könnt ihr euch halt genau diese Frage stellen. Ihr habt euch zum Beispiel gestritten mit eurem Freund. Was kann er jetzt machen, damit ihr euch wieder gut fühlt oder wie kann er euch besänftigen, indem er halt zu euch kommt und einen vom Baum erzählt. Okay, das sagt man nicht, aber ist egal. Ich habe ein bisschen kurz, habe ich Spruch verändert. Sagt so, ich finde dich so toll, du bist so toll, Entschuldigung, ich liebe dich. Entweder das oder dass er euch einfach in den Arm nimmt, mit euch kuschelt, euch einen Stirnkuss gibt, einfach so diese Wärme mäßig. Oder dass er mit einem Blumenstrauß ankommt und eurer Lieblingsschokolade oder keine Ahnung. Oder dass er plötzlich das ganze Haus aufräumt. Oder, was habe ich jetzt vergessen? Ja, oder dass er einfach Zeit mit euch verbringt. Aber das ist halt schwer in dem Punkt, glaube ich, irgendwie auszuführen. Aber
Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So könnt ihr halt auf der einen Seite herausfinden, was eure Liebessprache sein könnte, schon ohne, dass ihr den Test macht. Oder ihr könnt euch fragen, was macht ihr, wenn ihr Scheiße gebaut habt bei eurem Freund? Wie entschuldigt ihr euch? Ja. Yeah. So kann man das sehr. Oder woran man es auch erkennen kann, ist, worüber beschwert ihr euch am meisten? Oder zum Beispiel, wenn ihr euch fragt, zum Beispiel euer Freund ist stur und will den Test nicht machen. Dann könnt ihr euch fragen, worüber beschwert er sich am meisten? Beschwert er sich am meisten, dass ihr zu wenig im Haushalt macht oder dass ihr nie helft bei Sachen und ihn immer alleine lasst mit allem und keine Ahnung, beschwert er sich darüber, dann ist seine Liebessprache wahrscheinlich Hilfsbereitschaft. Beschwert er sich darüber, dass ihr zu viel meckert, nie ihn lobt, nichts Positives zu sagen habt, ist wahrscheinlich seine Liebessprache Lob und Anerkennung. Beschwert er sich darüber, dass ihr nie Zeit für ihn habt, dann ist seine Liebessprache Zweisamkeit. Beschwert er sich darüber, dass ihr voll kalt seid, gar nicht mit ihm so in den Arm liegt, nicht kuscheln mögt und keine Ahnung was, dann Zärtlichkeit. Und zu guter Letzt, wenn er sich darüber beschwert, dass ihr ihn nie mal überrascht oder irgendwas für ihn vorbereitet oder keine Ahnung, dann ist es Geschenke. So einfach ist der Spieß hier. Jetzt kann es aber sein, dass ihr natürlich mehrsprachig seid. Es wird noch kompliziert. Nein, aber nicht nur, also alle fünf Dinge sind wichtig. Wir sind uns, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass alle fünf Sachen toll sind und dass alle fünf Sachen dazugehören. Aber jeder legt halt mehr Priorität auf das eine oder das andere. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was sind so deine Top 1, 2, vielleicht noch 3. Die letzten zwei sind nicht mehr so wichtig, da muss man nicht so viel Fokus drauf legen. Aber so die ersten drei sind schon sehr wichtig, vor allen Dingen die ersten zwei, vor allen Dingen die allererste. Meistens ist es dann auch so, wenn die allererste Liebessprache, also das, was euch am allerwichtigsten ist, nicht passt, dann hält die Beziehung meistens auch nicht lange. Zum Beispiel bei mir ist der erste, das Wichtigste für mich Zweisamkeit. Das war es auch damals und das ist es auch noch jetzt. Und wenn ich dann mit jemandem eine Beziehung führen würde, der nie Zeit für mich hätte und keine Zeit mit mir verbringen würde, dann sage ich euch, wie es ist, würde ich mit dem wahrscheinlich keine Woche zusammen sein, weil oder wäre mit ihm erst gar nicht zusammengekommen, weil das schon so ein Ausschlusskriterium wäre, weil das für mich so wichtig ist. Deswegen, in den meisten Beziehungen, wenn ihr schon seit ein paar Jahren zusammen seid, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass da schon das eine oder andere passt, weil würden diese Sachen nicht passen, wären das schon so grundlegende Dinge, die dafür sorgen würden, dass man direkt Schluss hätte oder halt, wie gesagt, erst gar nicht zusammenkommen würde, wisst ihr, wie ich meine. Ich zeige euch kurz, was meine Liebessprachen sind und dann sage ich euch, was ihr tun könnt, wenn ihr halt unterschiedliche Sprachen sprecht mit eurem Partner, was man da tun kann, damit es wieder flutscht, das Ganze, ne? Also bei mir war es damals so, Platz 1 und 2 hatten gleiche Punkte, weil man kann insgesamt 30 Punkte bekommen und ich hatte 9 Punkte jeweils bei beidem, Zweisamkeit und Geschenke. Platz 3 war Lob und Anerkennung, Platz 4 war Hilfsbereitschaft und Platz 5 war Zärtlichkeit. Weil wirklich, dieses Zärtlichkeitsding, das war gar nicht mein Ding. Genauso wie das Thema Hilfsbereitschaft, das war ja bei mir auf dem 4. Platz. Für mich war es schon immer wichtig, ich gehe viel arbeiten, mein Partner muss sich auch am Haushalt beteiligen. So, es geht nicht, dass ich das ganze Geld nach Hause bringe, dass ich den ganzen Haushalt mache, dass ich alles mache, dass ich auch deinen Arsch puder oder so, das funktioniert halt nicht. Deswegen war mir das schon wichtig, dass der Mann auch kochen kann, putzen kann, keine Ahnung. Aber es war für mich nie ein Liebesbeweis. Das muss man immer unterscheiden. Etwas einem wichtig sein und etwas voraussetzen und dass es deinen Liebestank füllt, das ist nicht dasselbe, okay? Bei Zweisamkeit, Geschenke ist es dann was anderes. Das ist mir, das ist genau das, wo man mich kriegt, wo man mich einfach um den Finger wickelt. Genauso wie Lob und Anerkennung. Ich brauche viel Aufmerksamkeit und Bestätigung. Das sind halt so diese drei Dinge, die sehr wichtig sind. Jetzt ist es irgendwie anders geworden. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe den Liebessprachentest nochmal vor ein paar Wochen gemacht. Und ich habe mir das schon gedacht. Weil seit meiner neuen Beziehung hat sich ein bisschen was verändert und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä? Das ist mich selber, selbst die Verwirrung war verwirrt. Ich will nicht lügen, ich gucke mir das kurz an, weil ich weiß es gerade nicht mehr. Platz 1 ist immer noch Zweisamkeit mit 10 Punkten diesmal, davor waren es 9. Platz 2 und 3... Platz 2 ist Geschenke mit 7 Punkten, also 2 Punkte weniger als vorher. Dann Platz 3 teilen sich jetzt Lob, was ja auch vorher mein Dings war, und Zärtlichkeit ist hochgewandert von, glaube ich, einem Punkt auf 6 Punkte. Und Hilfsbereitschaft ist letzter Platz. Das heißt, dieses Zärtlichkeitsding, das habe ich auch gemerkt, das ist mir so wichtig geworden irgendwie. Diese Berührungen, dieses Touchy-Touchy ständig, das war mir früher sowas von scheißegal, das ist mir irgendwie so wichtig geworden. Und wenn ich das nicht bekomme, dann denke ich mir so, wieso macht er das jetzt nicht? Liebt er mich nicht? Nein, also jetzt nicht direkt so, aber sollte es über einen längeren Zeitraum so sein, dann bemängel ich das. Ja, es hat sich tatsächlich verändert, also es kann sich auch verändern. Okay, aber die ersten zwei sind trotzdem gleich geblieben, ne?
also sagen wir es so, wie es ist. Ich habe ja auch eine von mir selbst ernannte Studie zu dem Thema Liebessprache im Zusammenhang mit dem Venuszeichen. Und da habe ich auch wirklich sehr viele Leute in meiner Liste, bestimmt über 50, also mehr als 50. Und ich muss sagen, die Leute, also das Venuszeichen ist wirklich, sagt schon sehr viel über die Liebessprache aus. Also wenn man mir eine Chart von einer Person gibt, dann kann ich zu 60-70% schon sagen, was die Liebessprache von der Person ist. Das ist echt crazy. Wenn ihr wisst, was eure Liebessprache ist und auch wisst, was euer Venuszeichen ist, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, weil ich liebe es einfach. Ich kenne von so vielen Leuten ihre Chart, ich kenne von so vielen Leuten ihr Liebessprachen-Testergebnis. Das ist einfach, das ist innerliche Befriedigung irgendwie für mich. So, was kann man denn jetzt machen, wenn man nicht dieselbe Liebessprache hat? Dann kann es manchmal kompliziert und schwierig werden. Das ist meistens bei mir auch der Fall, weil meine Liebessprache-Geschenke haben die wenigsten Menschen und deswegen können auch die wenigsten Menschen was damit anfangen. Bei mir war es immer so in meinem Leben, dass ich eine Person extrem beschenke, wirklich mit allem Möglichen. Ich kaufe so viele Sachen einfach, weil das mache ich wirklich, weil ich so irgendwie meine Liebe zeigen möchte und die Person kann mir das dann meistens halt nicht zurückgeben. Bei sowas hilft wirklich nur Kommunikation extrem viel und Arbeit, weil der beschreibt auch in dem Buch am Anfang diese Verliebtheitsphase, also rosa-rote Brille ist ja zuerst, dann ist noch Verliebtheitsphase, ich glaube ein Jahr oder maximal 2 Jahre und ab dann fängt es an, dass eine Beziehung Arbeit wird, weil du entscheidest dich jeden Tag, also es ist auch schon vorher Arbeit, aber es wird dann, du entscheidest dich dazu, die Person zu lieben und du entscheidest dich dafür, das zu wollen und du entscheidest dich dafür, auf die Bedürfnisse deines Partners einzugehen und dafür was zu tun. Also du gehst so eine gewisse Bringschuld ein, weil du es willst. Und wenn du es nicht willst, machst du es halt nicht. Und das ist so eine Sache, diesen Liebestank füllen, das ist so ein Daily Business. Klar, du kannst dir nicht jeden Tag jemanden beschenken, das erwarte ich auch überhaupt nicht. Aber es ist eine Sache, die du immer irgendwie im Hinterkopf haben musst, dass du immer die Liebessprache deines Mannes oder deiner Frau berücksichtigst. Das mit dem Liebestank ist auch echt witzig, weil diesen Begriff habe ich ja mäßig, dachte ich, erfunden, aber habe ich nicht erfunden, weil als ich danach das Buch gelesen habe, steht es einfach genauso da drin. Und ich denke mir so, wow, ich bin so schlau. Nein, aber das war echt krass, wo ich das gelesen habe. Ich so, was? Ich rede seit Wochen über Liebestank, wo mich jeder anguckt, als hätte ich irgendwie Lack gesoffen und auf einmal steht das in dem Buch. Das war so ein richtiger Brainfuck-Moment. Es ist wichtig, glaube ich, konkret auch seine Wünsche zu äußern, weil zum Beispiel bei mir mit dem Geschenke-Ding, viele können damit nichts anfangen. Die wissen einfach, die sind maßlos überfordert und wissen nicht, was ich von denen will. Wirklich die wenigsten können was damit anfangen. Also bei meinem Freund ist es ein bisschen anders. Er beschenkt mich wirklich sehr viel und von Anfang an, wo wir auch noch nicht zusammen waren und ich war so, wow, und ich liebe es einfach. Das ist so, es geht sich wirklich um diese Geste. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es ist einfach so, dass das in mir dieses Liebes-Geliebtsein-Gefühl auslöst. Und bei anderen halt überhaupt nicht. Bei meinem Freund zum Beispiel auch nicht, weil ich habe ihn auch viel beschenkt und er meinte, dann schenk mir nichts mehr, mach lieber das. Deswegen, Geschenke hat bei ihm nicht so einen hohen Stellenwert, aber komischerweise macht er es bei mir, weil eigentlich ist es so, das eine hängt mit dem anderen zusammen, es ist verknüpft. Wenn meine Liebessprache Geschenke ist und ich das von meinem Partner mir wünsche, mache ich das auch. Aber bei manchen ist es auch ein bisschen anders. Zum Beispiel bei Marilena ist es auch so, sie schenkt auch sehr gerne, aber Geschenke sind ihr selber nicht so wichtig. Also bei manchen ist es auch nicht ganz so. Also nicht unbedingt, dass das eine nur mit dem anderen einhergeht. Aber in den meisten Fällen ist es so. Angenommen, ihr seid in einer Beziehung, und das bespricht er auch in dem Buch, ihr seid in einer Beziehung seit 5 Jahren, sagen wir einfach mal seit 5 Jahren, und es läuft seit 2 Jahren richtig schlecht. Und ihr wisst einfach nicht, was ihr noch tun sollt. Und es ist aussichtslos. Dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr jetzt eine Frau seid, die Liebessprache von eurem Mann herauszufinden und wirklich 2 Wochen konsequent in dieser Liebessprache Dinge zu tun. Zum Beispiel ist es bei ihm Lob und Hilfsbereitschaft. Dann versucht in diesen 2 Wochen, ihn wirklich für jede Scheiße zu loben, auch wenn ihr denkt so, okay. Aber macht es einfach und versucht, ihm gefühlt jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, immer für ihn aufzuräumen, gefühlt seine Mama zu spielen und keine Ahnung. Und dann schaut mal, wie er sich dann verändert. Weil ich werde euch zu 80% sagen, also die Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 80%, dass ihr einen großen Unterschied bemerken werdet und der Mann auf einmal so eine, ja, wie ausgewechselt sein wird.
Weil ihr kippt daily was in seinen Liebestank rein und wir, also unser Grundbedürfnis ist einfach Liebe und wir funktionieren auch nur richtig, wenn wir uns geliebt fühlen. Und wenn wir mit einer Person sind, die uns das Gefühl gibt, dass wir nicht geliebt werden, dann geben wir ja auch nichts zurück. Und das Problem ist halt bei vielen Paaren, auch in Ehen, wenn man schon seit 20 Jahren verheiratet ist oder so, dass irgendwann das so tot ist, weil keiner für keinen was tut, keiner einen Finger rührt und es einfach nur so nebeneinander hervegetieren ist, dass es halt, also dann ändert sich halt auch nichts. Einer muss den ersten Schritt machen. Und wenn man weiß, was die Liebessprache des anderen ist, ist es ja auch in eurer Macht. Also das heißt, wenn ihr ja nichts tut, macht ihr das ja bewusst. Das heißt, es interessiert euch ein Scheißdreck. Auf gut Deutsch gesagt, euer Freund interessiert euch ein Scheißdreck und ihr habt eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Dann habt ihr auch Pech, wenn dann die Beziehung daran scheitert und das endet, weil wie gesagt, es ist harte Arbeit. Wenn ihr halt seit 5 Jahren in einer Beziehung seid und es seit 2 Jahren schlecht läuft, fühlt ihr euch ja selber auch ungeliebt. Das heißt, es erfordert sehr viel Kraft, auch irgendwie Mut, das durchzuziehen, Überwindung auch, weil der euch ja gar nichts zurückgibt so und ihr erstmal nur geben müsst, geben, geben, geben und das 2 Wochen am Stück. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, also wenn euch was an der Beziehung liegt und an der Person liegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich was ändern wird. Das ist einfach psychologisch erwiesen, nein, keine Ahnung, aber das ist ja logisch. Und dann werdet ihr, also ihr werdet sehen, ihr gebt, ihr gebt, ihr gebt, ihr gebt und er wird irgendwann auch anfangen zu geben, weil er sich so geliebt fühlt und das gerne macht. Das ist genauso, wenn ihr euren Partner zum Beispiel immer nur anmeckert für bestimmte Dinge, dann wird er irgendwann sich zurückziehen, distanzieren und das bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich als Frau erreichen will. Aber wir neigen halt immer dazu, so zu meckern und keine Ahnung was, aber damit erreichen wir im Endeffekt gar nichts. Umhüllt ihn mit Liebe, macht und tut. Und dann werdet ihr das auch zurück. Ihr werdet dann dafür belohnt. Ich verlinke euch das Buch mal in der Infobox. Dann könnt ihr euch das auch mal durchlesen. Wirklich, das liest sich so schnell. Also man hat das wirklich innerhalb von 1-2 Tagen durch. Mika zum Beispiel hat es auch gelesen. Die meint auch krass. Dieses Wissen, ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie so, nachdem ich es jetzt gelesen habe und schon seit 1,5 Jahren eigentlich auch anwende und verinnerlicht habe, ist es so logisch. Aber ich weiß noch ganz genau, wo ich das noch nicht gelesen habe. Ich war so unwissend und so dumm irgendwie. Dumm und naiv und jung. Ich könnte mich auch über dieses Thema stundenlang unterhalten, weil ich das einfach so cool und interessant und wichtig finde. Konkretere Sachen, was ihr dafür richtig tun könnt noch, steht auch da drin. Da stehen auch Beispiele drin. Also er erzählt auch von Leuten, die bei ihm halt in Behandlungen sind und sowas. Ihr habt zwar nicht nach diesem Video gefragt, aber ich finde das Thema einfach so wichtig, weil man so einfach Beziehungen wirklich retten kann. Und vor allen Dingen, ihr wisst ja, die Männer, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber die sind ja manchmal ein bisschen pragmatisch. Ich versuche gerade richtig nette Worte zu finden. Und nicht so sensibel wie wir. Und die haben halt gar keinen blassen Schimmer von sowas. Wenn du denen das erzählst, dann sagen die auch zuerst, hä, sowas labert die und keine Ahnung, die wollen sowas gar nicht hören. Das ist so, die sind zu cool dafür, wisst ihr, wie ich meine? Wenn euer Freund zum Beispiel jemand ist, der auch gerne so Sachbücher liest und auch offen für sowas ist und nicht zu cool dafür, dann kann er das auch gerne lesen. Dann würde ich dem das auch in die Hand drücken und sagen, lies das mal bitte. Weil zumindest die Kapitel vielleicht, was eure Liebessprache ist, damit der Bescheid weiß, was er machen kann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, das Verständnis dafür zu haben. Es zu verstehen, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt. Es zu akzeptieren, dass der Partner vielleicht eine andere hat. Und nicht zu hinterfragen. Weil, wo ich das zwischen mit der Zärtlichkeit, guck mal, jetzt sitze ich selber so im selben Boot. Ich verstehe das jetzt, weil es irgendwie bei mir sich auch so entwickelt hat, dass es für mich auch wichtiger geworden ist. Früher war das aber so, ich konnte das nicht verstehen. Ich dachte mir, hey, was will der von mir? Was für Kuscheln, was für dies, was für das? So, was, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so seinen Liebestank füllt und so, weil ich es halt in dem Sinne gar nicht nachvollziehen kann, weil ich das halt überhaupt nicht habe und für mich das mega unwichtig ist. Aber das ist der Punkt. Man soll es nicht hinterfragen. Es ist so. Wir Menschen ticken nun mal alle anders. Und ob uns das gefällt oder nicht, ob uns das betrifft oder nicht, wenn wir wissen, unser Partner hat die und die Liebessprache, dann müssen wir nach Lösungen gucken und nicht hinterfragen, hä, wieso ist das so, das kann ich gar nicht verstehen. Interessiert nicht. An der Stelle interessiert das wirklich nicht. Das musst du nicht verstehen, das musst du einfach nur umsetzen. Auch das mit den Geschenken. Ihr wisst gar nicht, wie viele das bei mir einfach nicht verstehen, dass mir das so unglaublich wichtig ist. Die sagen so, hä, und ich denke mir so, Alter, du musst es nicht verstehen, mach es einfach! Hinterfrag es nicht! Und vor allen Dingen ist es wirklich so, glaube ich, wenn es einmal so ins Rollen gekommen ist, dass man sich halt gegenseitig diese Liebe gibt halt auf den unterschiedlichen Wegen,
dann gibt das, also wenn der eine das gibt, dann gibt der andere das vielleicht doppelt und dreifach zurück und es kann einfach nur schön werden. Also man hat ja sowieso, wenn die Beziehung ja eh schon tot ist, hat man ja sowieso nichts zu verlieren. Also würde ich es so oder so definitiv ausprobieren. Ja, aber es hat schon viele Beziehungen gerettet, Ehen gerettet und es ist einfach mega wichtig. Aber wisst ihr, was mich richtig abfuckt irgendwie, wenn ich so TikToks sehe, wo jemand dann schreibt, meine Love Language ist Essen oder meine Love Language ist das und das und ich denke mir so, bruh. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, was mit Love Language überhaupt gemeint ist, weil das ist schon ein sehr wichtiges und ernstes Thema. Entschuldigung, darüber macht man keine Späße. Lieber solltet ihr alle der Welt verteilen, was wirklich die Sprachen der Liebe sind und so wie ich hier. Sorry. Also es gibt einfach nicht Liebessprache Essen. Das gibt's nicht. Außer natürlich, wenn man damit meint, dass deine Liebessprache ist, dass dein Mann zum Beispiel für dich kocht, dass du das liebst und dass du dich dann geliebt fühlst, weil dann ist dann deine Liebessprache Hilfsbereitschaft. Oder Zweisamkeit, wenn du mit deinem Partner nur zusammen essen willst und nicht alleine. Nein, also ist ein tolles Buch, ist ein schönes Thema, ist ein wichtiges Thema, was jeder da draußen eigentlich begreifen müsste und wissen müsste, weil dann würden, glaube ich, auch viele Beziehungen viel besser laufen, wenn man das einfach beachten würde und sich da einfach Mühe gibt. Ob es einem passt, gefällt, ob man es versteht oder nicht, dass man einfach dem Partner zuliebe, weil man ihn bedingungslos liebt, einfach tut, ohne zu hinterfragen. Verstehen oder nicht? Ich packe jetzt schnell meine Sachen, ich muss jetzt los. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, was eure Liebessprache ist. Und wenn ihr auch noch euer Venuszeichen wisst, dann... Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Habe ich überhaupt ein Thumbnail gemacht? Ja, habe ich gemacht. Tschüss.